Lars Naundorf steckt mit 46 Jahren in seiner größten persönlichen Krise. Das ist gerade ein Tiefpunkt in meinem Leben. Dabei haben wir ihn als erfolgreichen privaten Arbeitsvermittler kennengelernt. Guten Morgen. Oh, ist schon ein bisschen besser als gestern. Corona macht sein Geschäft zunichte. Jetzt ist er pleite. Der Berater von Arbeitslosen muss selbst Hartz IV beantragen. Sein Plan? Da will er so schnell wie möglich wieder raus. Ich möchte mich in einem halben Jahr hier abmelden. Das ist mein Ziel. Dann der brutale Absturz. Lars Naundorf muss auch noch ins Gefängnis. Oh je, Stacheldraht. Wie es dazu kam und ob er aus diesem tiefen Tal in einem halben Jahr rauskommt, das will ich in diesem Film zeigen. Anfang des Jahres hat Lars Naundorf Insolvenz angemeldet. Im März bin ich auf dem Weg zu unserem ersten Drehtermin. Mit Lars Naundorf, dem ehemaligen Arbeitsvermittler, habe ich vereinbart, dass wir ihn in den nächsten Monaten mit der Kamera begleiten können. Und heute wird es ernst. Ein Gutachter ist angekündigt. Er soll im Büro von Lars Naundorf nachsehen, ob es noch verwertbare Gegenstände gibt. Korbusen in Thüringen ist der Ort, von dem aus Lars Naundorf seit Jahren seine Geschäfte führt. Letzte Vorbereitungen im Büro, dass der ehemalige Arbeitsvermittler bald aufgeben wird. Im Auftrag des Insolvenzverwalters soll in den nächsten Stunden dieser Gutachter feststellen, welche Sachwerte hier noch stehen. Der Gutachter will nicht erkannt werden. Ich darf den Vorgang nur beobachten und erlebe eine Art Inventur, in der alles erfasst wird, bis zum letzten Blumentopf. Als der Gutachter gegangen ist, erzählt Lars Naundorf, wie er den Termin erlebt hat. Was ist hier gerade passiert? Tja, ja, ihr bricht gerade alles zusammen. Ich habe die Insolvenz mal gedacht als Rettung. Dass es mir aber den Boden erst, dass ich das Gefühl habe, dass es mir tatsächlich den Boden an den Füßen wegreißt, das empfinde ich im Augenblick. Mein Insolvenzverwalter hat keine Hoffnung, dass mein Seminargeschäft überhaupt noch weitergehen kann. Just an diesem Tag hat der Insolvenzverwalter offiziell das Verfahren im Fall Naundorf eröffnet. Heute wird dem früher erfolgreichen Seminarleiter sein wirtschaftlicher Absturz sehr bewusst. Wer ist eigentlich Lars Naundorf? Vor 17 Jahren haben wir ihn ganz anders kennengelernt. Der damals 29-Jährige bot am Rande von Demos gegen Hartz IV Arbeitssuchenden seine Hilfe an. Wir sind heute da, haben noch 30 von den insgesamt 107 Stellen heute mit dabei. Wer von Ihnen Arbeit will und nicht nur demonstrieren will, sondern auch tatsächlich arbeiten will. Im letzten zwei Jahren. Wissen Sie, was das heißt? Und immer eine Absage zu bekommen. Was Sie hier machen, das ist eigentlich eine verhohlene Bibelung aller Arbeitslosen. Ihr habt Mühe. Von den teils wütenden Reaktionen lässt sich Lars Naundorf nicht beeindrucken. Im Gegenteil. In den nächsten Jahren entwickelt er sein Geschäftsmodell. Er hilft Arbeitslosen, wieder einen Job zu bekommen. Bald in gefragten Seminaren. 2015 treffe ich ihn vor dem Jobcenter Leipzig wieder. Anlass 10 Jahre Hartz IV. Die Jobcenter spielen für ihn eine zentrale Rolle. Dort finden seine Seminare statt, inzwischen bundesweit. Mein Kurzstatement zu 10 Jahren Hartz IV. Also ich glaube, mir hat es den schönsten Job der Welt gebracht. Für solche Sätze kassiert er jede Menge Widerspruch. Auch 2016 in diesem Kurs für Langzeitarbeitslose in Meißen, den ich dokumentiere. Wir haben das aber alle schon sichtbar erlebt. Wir sind frustriert. Sie glauben zu wissen, was für mich, aber ich denke, viele empfinden genauso. Wer geht heute aufs Amt und freut sich, aufs Amt zu gehen, weil er dort Hilfe kriegt? Tatsächlich bekommen aber in diesem Seminar mehrere Teilnehmer Arbeitsverträge, Probearbeit und Vorstellungsgespräche. Okay, dann melde ich mich bei Ihnen. Dankeschön. Tschüss.
Jetzt schlägt sich der Arbeitsvermittler ohne Arbeit mit den Folgen der Insolvenz herum. Es sei ein Befreiungsschlag, dachte Lars Naundorf anfangs. Doch es hagelt Rückschläge. Dinge passieren, mit denen er nie gerechnet hat. An diesem Tag ist er auf dem Weg zum Jobcenter in Greiz. Der Mann, der früher Hartz-IV-Bezieher unterstützte, Arbeit zu finden, muss selber Hilfe beantragen. Das ist heute ein Gang, wo ich das Gefühl habe, nicht mehr über mein Leben zu bestimmen. Ja, ich meine, ich bin wirklich froh, dass es die Einrichtung gibt in meiner jetzigen Situation, weil ich weiß sonst nicht, wovon soll ich das Essen bezahlen. Mein Junge zu Hause, der geht zur Schule, wie soll ich den Busfahrschein bezahlen? Ich habe keinerlei Einkommen. Bei diesem Termin darf ich nicht dabei sein. Wie wird es mit Lars Naundorf weitergehen? Das Jobcenter sei sehr hilfreich, so sein Eindruck. Fast euphorisch erzählt er mir danach. Von außen mal was Positives zu bekommen, Lichtblicke zu bekommen, das fand ich großartig, fand ich wirklich großartig. Das hätte ich in keiner Weise so gedacht. Wo sind Sie in einem halben Jahr, in 7 Monaten? Ich möchte mich hier abmelden. Ich möchte mich in einem halben Jahr hier abmelden. Das ist mein Ziel. In einem halben Jahr raus aus Hartz IV. Schafft man das? Was meint ihr? Schreibt es uns in die Kommentare. Rein statistisch schafft es nur jeder Fünfte in 6 Monaten raus aus Hartz IV. Im März ist Lars Naundorf einer von gut 3,6 Millionen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten. So heißt diese Personengruppe im Amtsdeutsch. Rückblick. Mit der Pandemie haben die Probleme begonnen. Die Jobcenter sagen die Präsenzseminare wegen Corona ab. Lars Naundorf versucht auf der Straße Arbeitslose für Fernseminare zu gewinnen. Doch das funktioniert nicht so gut. Die Kurse via Internet bringen nicht genug Geld. Gleichzeitig laufen die Fixkosten weiter, Schulden häufen sich immer höher an. So wird der frühere Seminarleiter zum wirtschaftlichen Corona-Opfer. Vor ihm ein riesiger Scherbenhaufen. Es war ja nicht so, dass ich eine Geschäftsidee hatte und naja, mal hoppla, mal gucken, was passiert. Das Geschäft lief 20 Jahre. Ja, und dann kam halt Corona. Ohne Corona hätte es diese Insolvenz nie gegeben. Und da waren schon manche, aus meiner Sicht, brutale Entscheidungen dabei, die so hätten nicht sein müssen. Weil es ist wirklich ein ungutes Gefühl immer noch für mich, wo ich wieder sage, rechtlich hilft mir die Insolvenz. Aber von meinem Gewissen her, dass mir Leute vor der Insolvenz vertraut haben, mir halt Geld geliehen haben und ich das Vertrauen missbraucht habe. Unabhängig davon, dass es nicht mit Absicht war und dass vielleicht Corona oder sonst irgendwas dazwischen ist. Aber unterm Strich habe ich das Vertrauen missbraucht. Und das hängt mir immer noch an. Ende März wieder in seinem Büro im thüringischen Korbusen. 11 Jahre hat er von hier aus seine Geschäfte geführt. Zähneknirschend musste er nun diese Räume aufgeben. 4 Angestellten musste er kündigen. Beim Ausräumen helfen Freunde und Familie, auch der ältere Sohn Konrad. Schafft das mal schon mal in die Kiste bitte damit rein. Bei allem Ärger, es gibt auch gute Nachrichten. Lars Naundorfs Vermieter hat der fristlosen Kündigung des Mietvertrages zugestimmt. Rein rechtlich hätte er noch auf 3 Monatsmieten bestehen können. Der Insolvenzverwalter hat das Mobiliar freigegeben. Für 1.500 Euro kann Lars Naundorf jetzt das kaufen, was ihm früher gehörte. Das Geld soll in die Insolvenzmasse fließen. Doch woher nehmen? Ich weiß zum Beispiel gar nicht, darf ich das Zeug jetzt hier rausnehmen? So ganz sicher bin ich mir da nicht, weil ich habe ja noch nicht Ja gesagt, dass ich diese 1.500 Euro bezahle. Ich weiß im Moment nicht, wovon. Kann ich es abzahlen? Am Telefon habe ich schon mal so eine Andeutung gehört, aber ich habe nichts schriftlich. So, und hier ist es so viel Unsicherheit in so vielen Dingen dabei, dass es schon so eine Art Blindflug ist, von Tag zu Tag. Ich weiß nicht, was morgen wieder kommt. Heute packen als Helfer auch 2 Männer aus einer lokalen Fußballmannschaft mit an, in der Lars Naundorf zum Spaß kickt. Sicherlich könnte man so und da was anderes machen, aber das ist im Moment wichtig.
Lars machen wir das schön. Von Lars keine Frage. Warum? Weil Lars immer uns auch zur Seite steht und immer ein Lächeln auf den Lippen hat. Und es hätten alle mitgeholfen und wir hatten halt Zeit und haben gesagt, die Frage stellt sich nicht und für Lars machen wir das. Auch die Mutter von Lars Nauendorf ist heute dabei. Die Familie weiß, nicht nur wegen des wirtschaftlichen Abstiegs droht noch mehr Ärger. Seit der Trennung von seiner früheren Frau ist ein Streit um gemeinsame Kinder entbrannt. Mehrere Gerichtsverfahren laufen. Was heute keiner ahnt, das wird ein Riesenproblem werden. Dabei macht sich die Familie jetzt schon genug Sorgen. Auch wenn man es nicht zeigt, man merkt das schon, dass das alles mehr oder weniger am Bach runterging. Und ja, das war das mitzuerleben auch nicht einfach. Nee. Aber er packt das. Es ist eine schwere Zeit jetzt, die er vor sich hat, aber er packt das. Er hat schon zu viel geschafft und gepackt, das wird auch. Bis so andere Zeiten kommen, das weiß ich. Das wird wieder. Es wird ein langer Tag, bis das Büro komplett leergeräumt ist. So endet ein gutes Jahrzehnt erfolgreicher Selbstständigkeit in diesen Räumen. Doch es kommt noch schlimmer. Denn Lars Nauendorf hat kein Konto mehr. Als er Anfang des Jahres sein Geldinstitut, die Deutsche Bank, von der Insolvenz informiert, kündigt diese sein Konto. Nach 30 Jahren Geschäftsbeziehung. Sag ich, was machen wir denn jetzt mit dem Problem? Ich kann ja noch nicht mal einen Job annehmen, weil die werden mir ja nicht meinen Rewe-Einkauf bezahlen. Die wollen mir Geld überweisen. Und dann sagte der ganz cool, suchen Sie sich eine andere Bank. Dieser Geschichte will ich nachgehen. Ich telefoniere mit der Deutschen Bank in Frankfurt am Main. Mehrfach. Bald fallen Andeutungen, dass die Bank über den Vorgang nicht vor der Kamera mit mir reden will. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir kein Interview bekommen, ist sehr hoch. Genauso passiert es dann auch. Zum Schluss lautet die dürftige schriftliche Begründung, gemäß der allgemeinen Geschäftsbedingungen habe man das Konto außerordentlich gekündigt. Ein Notkonto verwehrt ihm die Deutsche Bank. Lars Nauendorf erlebt, wie schwer ein Leben ohne Konto wird. Daueraufträge für Strom, Telefon und Versicherungen werden nicht mehr bedient. Ich treffe ihn im thüringischen Zollenroda wieder. Weil er nicht weiß, wie es weitergehen soll, hat er einen Termin bei der Schuldnerberatung. Fachmann Arno Röder rät, die Bank zu wechseln. Das hätte er von Anfang an empfohlen, zumal Lars Nauendorf sein Konto überzogen hatte. Keine gute Grundlage für einen geschäftlichen Neuanfang. Wenn ich ihm das gehört hätte, hätte ich als erstes gesagt, so morgen neues Konto suchen. Das wäre die Aufgabe gewesen. Das heißt, mein Fehler ist schon mal, ich bin zu spät zu ihm gekommen. Wenn Sie es so sagen wollen, ja. Und dazu habe ich Ihnen schon mal ein Antragsformular vorbereitet und gebe ich Ihnen mit. Für ein sogenanntes Basiskonto. Und die Bank muss gesetzlich innerhalb von 10 Tagen darauf reagieren. Also reagieren heißt, die müssen das annehmen? Oder? Ja. Gut, ja, weil da bin ich mittlerweile ja auch nicht mehr so ganz sicher. Gut. Seit der Pandemie sind die Unsicherheiten bei dem 46-Jährigen größer geworden. Arno Röder will auch über die berufliche Perspektive reden. Bisher schwebte Lars Nauendorf vor, wieder als selbstständiger Arbeitsvermittler sein Geld zu verdienen. Am Ende müssen Sie entscheiden es natürlich. Ne? So, und ich will Sie nicht bremsen, nicht selbstständig zu sein. Aber Sie merken ja selber vermutlich, dass auch viel Aufreibung ist, großer Kampf ist. Und was brauchen Sie an harten Fakten, damit Sie das retten können, jetzt weitermachen können? Und ist es erfüllbar? Realistisch erfüllbar? Wissen Sie, ich habe sogar jemanden, der an mich glaubt und mir die Möglichkeit gibt, meine Seminartätigkeiten im Anstellungsverhältnis weiterzumachen. Und vielleicht ist gerade jetzt, exakt jetzt in diesem Augenblick, der Zeitpunkt,
das klar zu sehen. Sich anstellen lassen, das ist für den früheren Arbeitsvermittler immer noch besser als Hartz IV. Und das Kontoproblem, da scheint es Bewegung zu geben. Wenige Tage später schickt mir Lars Naundorf dieses Video. Ich habe wieder ein Bankkonto. Juhu, vielen, vielen Dank auch an einen richtig guten Freund, der mir geholfen hat, den Kontakt hier herzustellen. Es geht jetzt wieder aufwärts. Doch diese Euphorie währt nicht allzu lange. Im Mai drehe ich, dass er tatsächlich ins Gefängnis muss. Ein weiterer Tiefpunkt. Der ehemalige Seminarleiter organisiert den Haftantritt. Jugendamt ist informiert wegen der Vorsorgevollmacht. Das habe ich gemacht. E-Mail-Auto-Antwort, dass ich erstmal nicht da bin, ist auch da. Vollmacht für die Briefe öffnen. Postvollmacht habe ich hier auch, dass mein Junge das machen kann. Nachbarn Bescheid geben. Ja, hallo Nachbarn, hier ist der Lars. Ich wollte mich verabschieden für die nächsten Wochen. Ja? Habt ihr das mitbekommen oder nicht, dass ich in Haft muss? Ja, das ist purer Ernst. Ich muss heute bis 14 Uhr in Hohenleuben einrücken. Hintergrund ist die Eskalation des juristischen Streits mit seiner Ex-Frau und ihrem neuen Partner. Es geht um die jüngeren Kinder, anfangs vor allem um deren Wohn- und Schulort. Seine frühere Frau war mit den Kindern zu dem neuen Mann gezogen. Gegen Lars Naundorfs Willen. Er versucht, das rückgängig zu machen, auch vor Gericht, erfolglos. Der Kontakt zu einem Kind bricht ab. Nach einem Jahr Streit hat er seine Sicht der Dinge im Internet veröffentlicht. Hallo, hier ist Vater Lars. In solchen Videos spricht er von so wörtlich Kindesentführung und Kindesentziehung. Zudem wirft er dem neuen Partner, einem Kommunalpolitiker, vor, er habe in diesem Zusammenhang sein Amt missbraucht. Der so Beschuldigte zieht vor Gericht und erwirkt eine Unterlassung. Danach darf Lars Naundorf solche Behauptungen nicht mehr äußern. Weil er sich nicht daran hielt, soll er Ordnungsgelder zahlen. Weil er das nicht tut und die Vorwürfe weiter wiederholte, verurteilten ihn zwei Gerichte zu insgesamt 47 Tagen Ordnungshaft. Ich habe die Gegenseite angefragt. Weder die Ex-Frau noch der neue Partner wollten sich vor der Kamera äußern. Heute bleibt nur noch Krisenmanagement mit Konrad, dem älteren Sohn, der bei ihm lebt. Ich sagte, wenn was ist, Notnummern oder Nachbar, dir hilft jeder. Ja, weil das sind so viele Leute, die einfach jetzt besonders da sind und die in dieser Notsituation mithelfen, auch besonders für dich mit da sind. Deswegen, wenn dir irgendwas ist, wo du sagst, oh, du fühlst dich überfordert, ja, oder du weißt nicht richtig, du kannst so viele Leute fragen hier. Ja, die sind alle mit bei dir und wollen dich unterstützen. Und noch geknackt. Ja. Okay, also Zahnbürste und Rasierapparat. Als die Nachricht kam, dass der Papa ins Gefängnis muss, ich war da auch gerade weg mit der Freundin. Und als ich dann wiederkam, der Papa wollte es mir nicht sagen, damit die Zeit nicht ganz so schlecht wird, wenn ich unterwegs bin. Dann kam ich her, da hat er es mir gesagt. Ist mir das Herz in die Hose gerutscht. Das war ein Riesenschock für mich. Und tatsächlich bis heute immer noch nicht ganz wahr für mich, dass es wirklich passiert. Konrad Naundorf will seinem Vater helfen. 20 Hafttage sind nicht mehr abwendbar. Doch 27 weitere Tage könnten durch die Zahlung von 9.300 Euro verhindert werden. Der Sohn hat ein Spendenkonto für seinen Vater eingerichtet. Meine größte Sorge ist, dass es ihn selber kaputt macht. Hallo. Abschied von der Mutter. Eigentlich wollte sie ihm Kraft geben. Doch jetzt muss er sie trösten. Du wolltest doch nicht weinen. Ich komm doch wieder, Mama. Ja? Pass gut auf dich auf, Alter. Ich pass auf. Ein Freund fährt Lars Naundorf und seinen Sohn zum Gefängnis. Eine Stunde Fahrt.
Im Auto bedrücktes Schweigen. Das ist die Anfahrt durch den Ort Hohenleuben. Die Justizvollzugsanstalt liegt mitten in der kleinen Gemeinde. Ein altes Gefängnis mit mehr als 300 Haftplätzen. Ist das die Gefängnismauer? Oh je, Stacheldraht. Oh, da, guck mal, da kommen sie schon, die Justiz. Naja, dann warten wir mal. Irgendwie fühlte sich an diesem Tag alles unwirklich an, so Lars Naundorf später. Noch einen. So, und jetzt verschwinde ich, ja? Als könnte das, was hier gleich passieren wird, gar nicht wahr sein. Am Anfang unseres Projektes war eine solche Entwicklung nicht vorherzusehen. Von dieser extremen Wendung bin ich ziemlich überrascht. Als es aber klar war, dass die Haftstrafe kommt, haben wir uns entschieden, auch das eng zu begleiten. Wir haben eine Drehgenehmigung für das Gefängnis gestellt. Die wurde vom Justizministerium abgelehnt aus sicherheitstechnischen und organisatorischen Gründen. Außerdem sei noch Corona. Hier kommen wir also nicht rein. Gut die Hälfte der Haftzeit ist vorüber. Da gibt es Neues von der Spendenaktion. Konrad Naundorf schickt mir dieses Video. Ich habe gerade meinen Laptop angemacht, bin auf die Spendenseite gegangen und ich konnte meinen Augen jetzt gerade nicht trauen. Wir haben 9.300 Euro an Spenden erreicht. Ich hätte niemals gedacht, dass das möglich ist. So viel Geld. Und jetzt kann ich 27 Tage meinen Papa an Haft ersparen. Und das ist irre. Das ist so irre. Die Folge: Lars Naundorf muss 4 weitere Wochen nicht mehr absitzen. Nach 20 Tagen Ordnungshaft wird er aus der Justizvollzugsanstalt Hohenleuben entlassen. Ende Mai holt ihn sein Sohn Konrad ab. Von der geglückten Spendenaktion hatte Lars Naundorf noch im Gefängnis erfahren. Das war für mich wahnsinnig beeindruckend. Ein schlechtes Gewissen habe ich, dass ich eigentlich manchen Leuten gar nicht Danke sagen kann, weil es war anonym. Ja, und da waren teilweise Beträge dabei. Ja, zu viel habe ich den ganzen Monat nicht Hartz IV gekriegt. Hast du es geschafft? Komm her. Auch Lars Naundorfs Mutter erlebt, wie ihr Sohn wieder auf freien Fuß kommt. Für sie waren die letzten Wochen ein Albtraum. Oh, Gott sei Dank. Oh, ich bin viel früher rum. Als ich in den Ort reinkam, mir ist schlecht geworden. Ihr habt das Gebäude gesehen. Und das von drinnen noch viel brutaler. Die wieder. Und das Gott, die Schilder passen noch eins. Dann hinter so einer Lochwand habe ich 3 Wochen verbracht. Erstaunliche Erkenntnisse bringt Lars Naundorf auch aus der Haft mit. Die letzten Tage habe ich mich an diese Zelle gewöhnt. Können Sie sich das vorstellen? Ich musste mich da drin um nichts kümmern. Und das geht, glaube ich, Leuten, die ihren Job verlieren, die plötzlich vor einer Veränderung stehen und die überfordert sind mit der Situation. Ganz genauso. Das heißt, wenn ich hier was Positives für mich mit rausnehme, und das nehme ich, dann ist es das, wenn wir Leute auf der einen Seite ganz viele Sachen abnehmen oder mit Formularen überfordern, dann werden die passiv. Und das geht so schnell, dass ich mein Leben aus der Hand gebe. Und darauf müssen wir unbedingt jeder von uns achten. Anfang Oktober bei Lars Naundorf zu Hause. Er bereitet tatsächlich wieder Seminare für Arbeitslose vor. Erste Aufträge hat er schon. Seine Ankündigung, sich innerhalb eines halben Jahres beim Jobcenter abzumelden, hat er nicht vergessen. Er liest mir den freundlichen Brief vor, den er gerade dem Amt geschrieben hat. Ich melde mich hiermit zum 1. Januar 2023 vom Leistungsbezug aus dem Jobcenter ab. Heute ist ein guter Tag. In Dankbarkeit, Lars Naundorf. Glauben Sie, dass das gut gehen wird? Ja. Jetzt haben Sie gerade eine Sicherheit aufgegeben. Mhm. Ja. Glauben Sie, dass das gut geht? Und die gebe ich mit großer Freude auf.
die kann nur gut gehen. Und wenn es Schwierigkeiten gibt, dann ist nicht die Frage, ob ich das meister, sondern wie ich das meistere. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht irgendwann im Leben wieder die Hilfe vom Jobcenter brauche. Ich werde alles dafür tun, dass das nie wieder passieren muss. Ein Problem steht nur wenige Meter entfernt, die alte Heizung. Lars Naundorf lebt mit seinem älteren Sohn in dem Einfamilienhaus. Auch beim Kauf von Heizöl hat das Jobcenter ihm finanziell geholfen. Ich weiß noch nicht, wie ich das nächstes Jahr bezahlen soll. Wenn im Moment, wenn ich Glück habe, komme ich noch über den Winter. Ja, aber davon mache ich nicht abhängig, ob ich beim Jobcenter mich dort weiter an den Nabel hänge oder ob ich das wieder anpacke und selber schaffen will. Davon nicht. Am selben Tag reist er zu einem Seminar mit Langzeitarbeitslosen. Es soll ein Test sein, ob seine Arbeit nach 2,5 Jahren Corona wieder funktioniert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben meiner Drehanfrage zugestimmt. Und so fahren wir nach Schleswig, ganz im Norden der Republik. Hier leitet der noch Hartz-IV-Empfänger Lars Naundorf dieses Seminar mit Langzeitarbeitslosen. An bisher 8 Tagen hat er für die Menschen in seinem Kurs Arbeitgeber gesucht. Die Arbeitslosen haben selbst telefoniert und sich vorgestellt. Heute ist der letzte Tag. Und wie sieht die Bilanz aus? Naja, angefangen bin ich ja mit großer Skepsis. Ich weiß noch, wie wir uns das erste Mal gesehen haben und du das Seminar vorgestellt hast. Und ich saß jetzt mit zahlreichen anderen Leuten da und habe nur den Kopf geschüttelt. Weil wir haben schon so viele Maßnahmen durchgenommen. Wir haben viele Schulungen gehabt. Und dann habe ich dich ja auch konkret nachher gefragt, ein bisschen auch gemein von mir aus, was ist denn an deinem Unterricht jetzt wieder so anders? Was ist an deiner Schulung jetzt wirklich etwas, was mir was bringt? Weil man ist ja so oft auf die, ich sag mal auf Deutsch, Schnauze gefallen, dass man eigentlich den Mut verloren hat. Alle Anwesenden sind mindestens ein Jahr arbeitslos. Jens Monin, 3. Der 50-Jährige kann seinen früheren Job als Lackierer nicht mehr ausüben. Was ich noch machen kann, ich kann bei dir den Spiegel dir vorhalten und so eine Motivationsknöpfe wecken, dass du eigentlich selber entdeckst, was steckt alles in dir. Ich muss was machen, ich muss mit Menschen irgendwas tun. So, und jetzt, was kannst du? Ja, was kann ich? Rücken kaputt, Autofahren kann ich. Ich kann mit Menschen einigermaßen umgehen. Und dann diese Sichtweise zu kriegen, versuch's doch mal bei Fahrdiensten oder Taxiunternehmen. Ja, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. So. Und ja, dann den Schritt in dieses Taxigeschäft rein und ja, vielleicht kann ich da anfangen. Sieht ganz gut aus. Oh, guck mal, wir haben angehenden Taxifahrer. Da kann ich bis zum Bahnhof fahren. Es sind Szenen, die mich an Seminare von Lars Naundorf vor Corona erinnern. Er ist offenbar wieder in seinem Element. In Schleswig ein Problem. Es gibt 2 Jobcenter. Einmal von der Stadt. Timo Haß sitzt heute auf Kohlen. Eigentlich hat er Aussicht auf einen Job. Aber der Arbeitgeber lässt seit Tagen nichts mehr hören. Der 38-Jährige ist sauer. Lars Naundorf ruft einfach bei einem anderen Betrieb an. Okay, also dann machen wir das so. Und wenn er sich so in 4, 6 Wochen einfach noch mal kurz meldet, einen Anruf, weil sich ja immer mal was ändern kann, wäre das auch okay? Ja. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass das was wird. Ne? Das, wo du ja schon jetzt die Probearbeit gemacht hast und wo du dir mehr... Ich kenne die Scheiße schon. Wenn es nichts wird, dann wird es nichts. Ich reiß mir den Arsch auf für nichts und wieder nichts. Da kann ich genauso gut zu Hause bleiben. Bis zur Rente. Fickt euch. Ach nee, komm. Du musst schon ein bisschen... Guck mal, wie weit du jetzt hier gekommen bist mit dem... Ja, aber wie weit bin ich denn? Wie weit bin ich denn? Wenn sie selbst sagen, wenn die Mitarbeiter sagen, die sind alle zufrieden mit mir, es wird die wundern, wenn ich nicht eingestellt werde. Selbst der Sch*** sagt, dass er mich sofort eingestellt hätte. Was kann ich mir davon kaufen? Leider. Nichts. Du musst gar nichts, aber ich würde es dir wünschen, dass du die Einstellung ein bisschen veränderst, dass man sagt, Mensch, komm. Ich bin der Letzte, der nicht positiv denkt. Sonst hätte ich die Scheiße nicht mitgemacht. Ja, nicht nur das Seminar hier, aber ich werde nicht... Er ist immer etwas gefrustet. Etwas gekostet. Es ist immer dasselbe. Das ist das Problem. Ja, ich weiß, ich kenne das. So, und ich habe mir mittlerweile gesagt, ich lasse es einfach mit dem hinterher telefonieren und mache weiter. Ich nehme die nächste Stelle und bewerbe mich wieder. Ich sage mir heutzutage nur noch, der ganze Scheiß, den ich im Leben durch habe, wird sich irgendwann bezahlt machen. Ist auch eine Einstellung, stimmt. Ja. Sonst hätte ich mir schon längst die Kugel gegeben. Nee, das würde ich nicht machen.
die Frage ist, was machen, weil das, dich zu ärgern, bringt nicht viel. Es ist schwer menschlich rauszugehen. Ja, weiß ich. So. Erzähl aber mir das nicht. Die Frage ist, was lerne ich draus? Beim nächsten Mal einen Monat früher anrufen? Nervt die alle 4-6 Wochen. Die Frau hat gerade das Go dafür gegeben. Ja. Doch nicht nur Timo Hass wirkt motiviert, einen Job zu finden. Der 60-jährige Dieter Wissenbach hat gerade einen Anruf verpasst. Ich bin gleich wieder da. Ja. Für den Rückruf geht er auf den Gang. Bekommt er jetzt den erhofften Job? Also was haben Sie konkret gesagt? Konkret haben Sie gesagt, dass ich jetzt ab 24.10. direkt als Kundenbetreuer da anfangen kann. Nein. Bin schon total gefreut. Und ich bin total happy, dass ich nicht extra... Du hast deinen Job. Ja. Komm mal her. Ja, komm her. Ja. Dankeschön. Ne? Bei diesen Augenblicken dabei zu sein, das begleiten zu dürfen, das macht den Sinn meiner Arbeit aus. Haltet mich auf dem Laufenden. Ja, wenn ihr eine Frage habt. Wenn sich was tut, kriegst du es zu wissen. Jawohl. Vielen Dank, dass ihr mich so lange ausgehalten habt. Ja. Den neuen Job hat Dieter Wissenbach leider nur einen Monat behalten. Aber seit 1. Dezember hat er schon einen neuen. Als Kundenbetreuer. Die Gesamtbilanz: insgesamt 3 Leute aus dem Kurs sind raus aus Hartz IV. 2 weitere haben Aussicht auf einen Vertrag. Für Lars Naundorf ein sehr gutes Ergebnis. Was die Teilnehmer nicht sehen, was mir das auch bedeutet. Weil auch das bedeutet, selber nicht aufzugeben. Und weiterzumachen. Und egal, was passiert, dass es immer Lösungen gibt. Jeder hat sein Schicksal zu tragen. Nächstes Jahr will Lars Naundorf eine Vollzeitstelle antreten. Seine Familie hat eine Firma für Seminare gegründet und er soll dort fest angestellt sein. Mein Eindruck ist, die Kurse von Lars Naundorf funktionieren wieder. Doch kurz bevor dieser Film fertig war, gibt es wieder neue schlechte Nachrichten. Insgesamt 9 Monate haben wir den persönlichen Abstieg von Lars Naundorf begleitet. Kein Konto, Pleite, Hartz-IV-Empfänger und dann sogar Haft. Dieser persönliche Tiefpunkt droht erneut. Wegen wiederholten Verstoßes gegen eine Unterlassungsentscheidung vor Gericht. Diesmal lautet die Ladung zum Strafantritt 30 Tage Ordnungshaft. Wenn das so kommt, sitzt Lars Naundorf über Weihnachten und Silvester im Gefängnis. Dagegen will er vorgehen. Ausgang ungewiss.